Ja, hallo Leute, hier ist mal wieder der Wichser und heute habe ich ein neues Video für euch. Ich denke mal, das letzte Retalk-Video habt ihr bereits gesehen. Wenn nicht, dann bitte ich euch, dieses zuerst anzuschauen, weil dieses Video ist hier die Fortsetzung von ersten Teil. Es kam ganz gut an. Danke für das positive Feedback. Und ja, hier im Hintergrund, da seht ihr schon die neuen Online-GTA heißt, also die Bank- bzw. Raubüberfälle. Und ja, da bin ich mit einer total dämlichen Crew unterwegs, lauter Noobs und ja, ich denke mal, ihr werdet es dann auch im Spiel schon sehen, warum ich dann zu Recht auch sauer war. Nach dem dritten Mal habe ich dann auch alle schön zusammengeschissen, das war schon ganz lustig und ja, dann will ich mal sagen, das war auch gar nicht das Thema dieses Videos sein und ich setze das Thema jetzt mal hier fort. Also, wo habe ich denn aufgehört? Ich habe nämlich den Brief von der... Besser gesagt von Amtsgericht München bekommen, wo drin stand, dass ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß des Sprengstoffgesetzes gegen mich jetzt eingeführt wird. Und ja, ich denke halt wirklich an nichts Böses und dann lese ich halt da schon die fette Überschrift. Und ich sag's euch, die Anzeige, die hat sich so gelesen, also ich will es jetzt echt nicht übertreiben, wie als ob ich jemanden umgebracht hätte. Ja, wenn sie dann nicht so einen Gerichtstermin erscheinen, dann müssen sie mit ihrer Verhaftung rechnen und so ein Schmarrn stand halt da alles drinnen. Und ja, vielleicht der eine oder andere, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal Ärger mit der Justiz hattet. Und wenn ja, was ihr also angestellt habt, vielleicht der eine oder andere kennt ihr so ein Schreiben, der weiß, die sind alles andere als freundlich, die lieben Burschen da. Und ja, dann denke ich mir halt so, wie ich das so durchlese, what the fuck, was schreiben die da denn für einen Scheiß? Weil da stand nämlich, dass ich diese Granaten, also die besagten Blend- und Rauchgranaten, wo ich euch schon erzählt habe in einem anderen Video, das war nämlich das Thema. Also die Softwares, die waren kein Problem, die waren alle legal. Aber ja, die Granaten, die haben halt den ganzen Ärger verursacht. Und die waren ja in Deutschland nicht legal. Und die haben mir vorgeworfen, dass ich das wusste, dass die nicht legal sind. Das wusste ich ja wirklich nicht. Also ich dachte, ja, Deutschland, Österreich, mein Gott, sind 2 Meter, da, ja, da wird doch schon kein großer Unterschied sein. Ja, denkst du, voll. Und ja, habe ich halt dann echtes Pech gehabt, dass ich dann halt mit den Dingern noch erwischt worden bin. Und ja, die haben halt dann auch noch gemeint, dass ich das halt willentlich noch geführt habe. Und dieses Schreiben da war halt wirklich eigentlich total übertrieben. Also, die haben mir Sachen vorgeworfen, da frage ich mich, wie die bis heute noch drauf gekommen sind. Und ja, auf jeden Fall stand halt dann noch weiterhin, dass ich nochmal ein Schreiben bekomme von den lieben Herrschaften da, dass halt dann den Gerichtstermin und so halt dann, wie sagt man, wo halt dann der Gerichtstermin erläutert wird. Und auf jeden Fall habe ich halt dann gelesen, dass mir ein Rechtsverteidiger, sagt man Rechtsverteidiger? Also ein Anwalt zur Verfügung steht. Und ja, da habe ich mich doch auch gleich an die Staatsanwaltschaft München gewendet, beziehungsweise an die Justiz und habe halt geschrieben, dass ich halt, weil ich war halt zu dem Zeitpunkt in der Lehre, daher habe ich mir ja sowas nie leisten können. Ich meine, die Burschen sind nicht gerade die billigsten. Und ja, dann habe ich mir halt meiner Mutter, mit meiner Frau, habe ich mich da so eine Stunde hingehockt, habe das Ganze halt so ein bisschen seriöser geschrieben. Und ja, 2 Wochen später wurde mir der Verteidiger wirklich abgelehnt, mit der Begründung, das wird eh nur vors Jugendgericht gehen und so ein Scheißdreck und bla bla bla. Und auf jeden Fall bekomme ich schon mal keinen. Aber 2 Wochen später, dann etwa 3 Wochen später, kam halt dann nochmal so ein schicker Brief und da hatte ich dann einen Termin bei der Jugendgerichtshilfe. Und da bin ich halt dann da hingegangen und ja, der hat mir halt erklärt, wie so ein Gerichtsverfahren abläuft und wer da alles dabei ist und was er halt vermutet. Der hat halt gemeint, es wird natürlich, weil ich davor ja nie vorbestraft war, nur eine Geldstrafe oder eine Bewährungsstrafe, nicht mal Bewährungsstrafe, was rede ich da für einen Schwachsinn, Sozialstunde meine ich natürlich, also so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Und ja, dann, gut,
Da war ich schon etwas erleichtert. Er hat gemeint, im maximalen Fall vielleicht mal ein Wochenende irgendwie im Knast oder sowas. Da war ich jetzt natürlich nicht so begeistert. Wie soll ich das in der Arbeit erklären? Ja, ich kann das Wochenende nicht arbeiten, muss ins Gefängnis, kommt natürlich auch nicht so gut rüber während der Lehrzeit. Und ja, natürlich habe ich auch niemandem in der Arbeit von den Gerichtstermin erzählt. Habe das halt dann, wie soll ich sagen, ich habe halt an den Tag, glaube ich, krank gemacht oder irgendwas war da an den Tag. Da war ich auf jeden Fall dann nicht in der Arbeit. Und ja, bevor es halt dann zum Gerichtstermin kam, kam halt dann, glaube ich, noch ein Schreiben rein von der Staatsanwaltschaft München. Auch nochmal, wenn ich da jetzt nicht erscheine, dass ich dann verhaftet werde oder so ein Schwachsinn. Also die Burschen, die schreiben halt härter eigentlich, als sie sind. Und ja, in der Zwischenzeit durfte ich schon meine ganzen Knarren und sowas abholen bei der Polizei. Und ja, habe ich mich auch gefreut, wie ich die dann wieder in der Hand hatte. Und ja, dann kam es am 16.03. damals zum Gerichtstermin und da bin ich dann halt auch hingefahren. Und ja, dann bin ich halt da angekommen und wurde erstmal natürlich kontrolliert. Ich könnte ja Waffen dabei haben. Wäre nicht das erste Mal, dass einer von diesen Richtern oder Staatsanwälten erschossen wird. Und bin ich halt dann so durchmarschiert, wurde halt gefilzt. Und da musste ich halt erstmal 20 Minuten, wir waren ja gleich 20, 30 Minuten eher da, musste ich halt warten. Da stand er auch schon draußen vor der Tür, wer jetzt als nächstes drankommt, welcher Fall. Also ich hatte zum Glück keine Zuschauer. Hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf gehabt, dass irgendeine Schulklasse oder sowas hinten sitzt. Ja, so, sonst machen die das Ganze ja noch nach am Ende und ich bin schuld. Ja, auf jeden Fall hatte ich halt da keinen Bock drauf auf Zuschauer. Habe ich auch, glaube ich, angeben dürfen. Und dann habe ich halt erstmal warten müssen. In der Zeit kam halt der eine Polizist, der mich damals da erwischt hat. Den halt da gegrüßt. Und dann kam auch kurz auf knapp die Jugendgerichtshilfe. Ich hatte echt Angst, dass der Kerl gar nicht mehr kommt. Und dann, ja, beginnt so das Gerichtsverfahren. Und ja, damit halt, ihr wisst es ja, wenn die ganzen Typen kommen, dann steht halt jeder auf. Und ja, dann liest die Staatsanwaltschaft die Anklage vor. Und ich bin der Tusse wirklich eiskalt ins Wort gefahren, weil ich mich gleich verteidigen wollte und sagen wollte, dass ich das nicht wusste, dass die in Deutschland verboten sind, die Blend- und Rauchgranaten. Und ja, mein Jugendgerichtshilfer, der saß so recht schräg gegenüber von mir, der gleich hat schon gleich so mit dem Finger gedeutet. Also da habe ich schon mal den Ersteindruck, glaube ich, total vermasselt. Und ja, das Gerichtsverfahren, das ging eigentlich relativ kurz, 20, 30 Minuten maximal. Der hat mich halt ein bisschen ausgefragt, der Richter, warum ich das gemacht habe und bla 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 und was ich da angestellt habe. Und da habe ich halt das ihm alles so erklärt. Und er hat halt dann gemeint am Ende, Staatsanwaltschaft hat gemeint, sie würde jetzt mir, was hat sie gesagt? Eine Geldstrafe von 200 Euro geben. Und der Richter gleich zu dir: Was? 200 Euro? Der Bursche ist doch noch in der Lehre. Maximal 150, fand ich ganz cool von denen, dass er das gemacht hat. Er wollte mir eigentlich erst Ding geben, Sozialstunden. Aber ja, dadurch, dass ich halt keine festen Arbeitszeiten habe und es jeden Tag mal wechselt, hat er gemeint, es ist schwer für mich und auch schwer für ihn, da irgendwie was zu finden. Und ja, dann hat er mir halt 150 Euro aufgebrasselt und es war es dann auch schon zum Glück. Und ja, das war es halt eigentlich auch schon jetzt im Groben und Ganzen von der Geschichte. Und ja, seitdem bin ich jetzt eigentlich nicht so irgendwie vorsichtig und mache sowas nicht mehr als mit den Dingern da. Natürlich, da passe ich auf, aber ich fahre trotzdem noch weiter zu Airsoft Events hin und wieder mal. Ich verpacke halt jetzt meine Knarren besser. Achte halt wirklich auch auf die Vorschriften. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann smash doch hier einmal den Like-Button voll und zu und was weiß ich. Ich bin raus, Leute. Ich lasse noch ein bisschen Gameplay laufen. Ciao, haut rein.